Ahoi ihr Landratten und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Und wir sollen James Kidd treffen. Ja, dann laufen wir doch mal. Sag mal, ist das jetzt... Ach, warte mal, halt, jetzt kann ich ja hier hin. Ha, ha, ha. Wenn ich wüsste wie, also... Ne, aber ich kann da theoretisch hin. Das mache ich auch gleich mal. Und zwar zum Aussichtspunkt natürlich. Der gewiefte Assassin's Creed Spieler weiß schon, was ich vorhabe. Ich möchte hier gegen diese Mauer laufen. Alter, jetzt lauf doch mal hier, da. Kannst du da hoch vielleicht? Kannst du nicht? Also jetzt weiß ich auch nie weiter. Wie komme ich da? Ach, hier komme ich hier. Okay. Ja gut, so geht's natürlich auch. Huch. Sag mir doch jemand, dass der Weg da lang führt. Das war ja einfach. Warte. Ach ja, hier oben rauf. So, synchronisieren. Weg mit diesem Vogel da. Das sieht so schön aus einfach. So, ich soll da jetzt, ja. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Eins von eins Synchronisation. Ach, da gab es nur eine. Okay. Faszinierend. Ich könnte jetzt das Ruderboot nehmen oder ich schwimme einfach so zum Schiff. Ich glaube, das geht schneller. Naja. So. Wie spät ist es eigentlich? Ach, was, schon wieder so spät? Wie die Zeit. Wie die Zeit vergeht. Das gibt's ja gar nicht. Schon wieder 20.35 Uhr hier. Na gut, ist jetzt nicht so spät, aber immerhin. So. Er läuft doch nie einfach die Leiter hoch, weißt du? Das wäre ja auch zu einfach. Welches Schiff ist das hier eigentlich jetzt? Ach so, wieder so ein anderes. Dann gehe ich da... Huch. Okay. Gut. Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piraten, Kid. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Prisen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Das ist dir aufgefallen, ja? Triff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. Hoch. Ach so, weil nichts Optionales dabei war. Ach so, ja gut. Dann haben wir die Mission also beendet. Und wir sollen jetzt... ach komm, weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich erkunde das hier mal. So. Was? Upgrades für den Unterschlupf auf Great Inagua. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Huch. Alter, was machst du da? Du sollst einfach nur hier langlaufen. So, was ist das denn hier? Auf ein Wort, der Herr. Interagieren? Ich brauche Geld, um meine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Soll diese Konstruktion verbessert werden? Okay. Ja, komm, kaufen wir das mal. Kostet ja nicht viel. So, was liegt hier denn noch rum? Warte mal. So, liegt hier noch Müll rum auf dem Schreibtisch? Noch von der Schokolade, so Papier. Kennt ihr das eigentlich noch, dass Schokolade in Papier wirklich eingewickelt ist? Heutzutage ist das ja fast nur noch Plastik. Zumindest wenn man die billige kauft. So, was ist das denn hier? Noch mehr? Ich rede nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Gemischt waren Laden schalte ich dann hier frei. Ja komm, weißt du. Kann ja nicht schaden. Huch, das geht aber auch schnell, ey. Jetzt kann ich da theoretisch reingehen und mir was kaufen. Ach so, verstehe. Und hier vorne, was will der errichten?
Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Was gibt's denn sonst noch? Moment. Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemannsherz besänftigt. Eine Kneipe? Verstehe. Oder eine Taverne. 3500, willst du mich verarschen? Das lehnen wir jetzt erstmal ab. Können wir immer noch später machen. So. Keine Ahnung, ob das irgendwie sinnvoll ist, aber naja. So, was möchte ich denn? Ich gucke mal auf die Karte. Die Karte sagt mir, ach, gucke mal, was da hinten ist. Eine Leiche. Also, natürlich eine Schatzkarte. Wegen der Leiche gehe ich da nicht hin. Da ist eine Schatzkarte. Mein Schatz. Oh, hoch, falsches Spiel. Wo ist das? Auf der anderen Seite vielleicht. Oder muss ich da oben rüber? Ich weiß es nicht. Verdammt. Es ist nicht einfach. Ich denke, es ist hier an der Küste. Vielleicht ist es doch oben. Vielleicht muss ich doch den Berg hinauf. Kann ich hier rauf? Ich vermute fast, dass es nicht gehen wird. Gebiet nicht verfügbar. Ja, was jetzt? Wie? Wie nicht verfügbar? Da, Mann. Ich will doch bloß die blöde Schatzkarte da. Meine Fresse. Okay, ich muss offensichtlich irgendwie nach oben. Ich habe auch schon einen Weg gefunden, der mich dort vielleicht hinbringen könnte. Ich sehe ihn dort. Hier ist er. Dieser Weg, er wird kein leichter sein. Er wird steinig und schwer. Oder so. Hier rüber, darüber. Dann darüber. Na gut, so schwer jetzt auch wieder nicht. Und dann sind wir auch gleich... Huch! Hier runter. Sind wir auch gleich da, Alter. Was? Huch! Nanu! Hey, würdest du interagieren? Ah, jetzt. Was macht er da? Ach so. Okay. Warte mal, das ist, glaube ich, diese Insel, oder? Oder? Ich weiß es gerade nicht. Da kriege ich einen Plan, graues Segel. Ich guck gerade mal. Warte mal, was war das? Nee, halt. Halt. Schatzkarten, da. Achso, mit F kann ich es denn öffnen. 633 und 784. Gut, dann gehe ich mal hoch. Nein, das war falsch. Auf die Mappe, also auf die Karte. Und was war das? Nee, das ist ganz woanders. Warte mal. Das war bei 6 irgendwas. Moment. Huch? Nee. Wo ist denn das? 683 war das, glaube ich, ne? Moment. Ach so, warte, dann muss es hier oben irgendwo sein. In Nassau? Nee. Halt. Ich muss nochmal die Schatzkarten angucken. Kann ich die hier nicht direkt angucken? Ich müsste mir die Koordinaten vielleicht auch aufschreiben. Ach man. Nochmal. 633 und 784. Okay. 633, 784. Dann nochmal zurück, nochmal auf die Karte. Jetzt gucke ich nochmal halt. Das hier ist... Hoch, wo stand's? Wo steht's denn jetzt? Da, 633, 784. Ach, hör auf. Da könnte ich jetzt theoretisch hinreisen. Und dann irgendwo dort eine... Einen Schatz finden. Okay. Wie viel habe ich hier eigentlich schon erkundet? Steht das irgendwo? Da unten steht das. Okay, Animusfragmente, Truhen brauche ich noch. Ach Gott, da, ja, stimmt, das war ziemlich am Anfang, ne? Ja, deswegen, okay, verstehe. Deswegen fehlt mir da so viel. Das erklärt so einiges. Gut. Wo will ich denn jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Ich erkunde erstmal dit hier. Ich
springe mal wieder ins Wasser, ne? Oder auch nicht. Okay, dann halt nicht. Dann werde ich halt mal nicht nass. Komme ich auch irgendwie runter? Ja. Na, runter kommt man immer, aber heil runterkommen ist dann doch schon ein bisschen schwieriger. So, was sagt denn die Mappe? Also die Karte. Die Map. Die sagt mir, da hinten sind Truhen. Und da ist ein Animus-Fragment, das ich mir doch gleich mal schnappen möchte. So, da hinten irgendwo. Boah, soll ich das jetzt echt machen? Ich würde eigentlich gerne die Hauptmission weitermachen. Andererseits, ich meine, warum nicht, ne? Warum nicht erkunden? Ist ja schön hier. Ist bloß so ein weiter Weg zum Laufen, Mist. Naja, egal. So, wie kam ich da jetzt nochmal hoch? Hier, glaube ich. Ja, hier kommt man hoch, okay. Gut, hey, lauf doch mal da. Der läuft immer genau dahin, wo man nicht hin möchte. Es ist unfassbar. Naja. Das ist unglaublich, Jeff. Dieser wunderschöne Staubsauger, er kann... Ach, naja, lassen wir das. So, er kann staubsaugen. Kennt ihr diese Werbung? Ach, naja, was soll ich dazu noch sagen? Oh, ein Animus-Fragment. Ein Animus-Fragment. Hey. 5 von 5? Wie, habe ich schon 4 gesammelt hier? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Und eine Schatztruhe. Wo ist denn sie hier? Wie ist sie? 7 Upgrades sind derzeit verfügbar. Okay, in der Kajüte des Kapitäns. Jetzt möchte ich aber erst einmal schauen, was ist Templerrüstung? Ach so, ja, die brauche ich auch noch irgendwann. Hier sind noch Truhen. Wie komme ich denn da hin? Ich setze mir das mal als Wegpunkt auf der KT und suche mal nach einem WEG dorthin. Also nach einem Weg. So. Klingt total pro-gamerhaft, wenn ich es WEG nenne. So, ne? Ein WEG dorthin führt zum Beispiel hier durch. So. Ja, da bin ich auf jeden Fall ein Pro-Gamer, wenn ich das so ausspreche. Wenn ich nicht Weg, sondern WEG sage. Merkt man ja, wie viel besser ich gleich dadurch spiele. Und wie viel professioneller ich dadurch gleich wirke. Oh Gott. Ich laber wieder nur Scheiße. Aber es ist eigentlich wie immer. Naja. So, ich bin in einem... DSCHUNGEL oder einfach Dschungel. Und in diesem Dschungel gibt es neben Tieren Moment. Ja, okay, lassen wir das. Kein Tier. Gut. Gibt es außerdem auch noch Karteen. Ich meine Truhen. Truhen. Und zwar an folgendem Punkt. Warte. Ich zeig sie euch gleich, die Karte. Ach Quatsch, die Truhe. Keine Sorge. Da habe ich sie schon, siehst du? Sag ich ja. War gar nicht schwer zu finden. Ging eigentlich. Okay, nächste Truhe. Da hinten, da. Ach du Heilige. Was ist das da vorne? Ist noch eine Flasche. Oh Gott. Gehe ich mal da hin. Geldgewinn gering, aber wir nehmen natürlich alles mit. Wir haben ja so viel ausgegeben für die ganzen, ja, Einrichtungen, sage ich jetzt mal. Nenne ich es einfach mal hoch. Alter, was ist das denn hier? Zelda-like runtergerutscht fast. Naja, nicht wirklich, aber ich musste gerade an Zelda denken irgendwie beim Runterrutschen. Ich weiß auch nicht wieso. Und sag mal, hier waren wir doch nie. Waren wir hier schon? Nee, ich weiß es gerade gar nicht. Kann gut sein. Warte mal, hier geht's auch hoch. Wieso geht's hier rüber und hoch? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ist hier oben irgendwas? Ich laufe jetzt einfach mal da weiter. Da hinten sind Truhen. Ach, die werden jetzt... Werden die jetzt auch auf der Karte angezeigt? Oder war das jetzt schon immer so? Warte mal. Wo, hä? Ich habe das Gefühl, im Kreis zu laufen. Moment. Andere Richtung vielleicht? Die FPS lecken... Also rucke... Also das... Die FPS sind manchmal ein bisschen niedrig. Jetzt, wenn ich die, weil ich die Grafikeinstellung doch ein bisschen höher gestellt habe, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Hoch, jetzt bin ich doch wieder. Hä?
Hä, was ist das denn jetzt? Verstehe ich nicht. Hä? Wo bin ich? Ich setze mir das jetzt nochmal hier so. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich langlaufen muss. Ja, ist gar nicht so einfach. Aber das hier kommt mir sehr bekannt vor. Hier war ich doch schon. Oder nicht? Doch, hier war ich schon. Huch. Nee. Hä? War ich hier schon? Nee, warte. Hä? Hier war ich noch nicht, ne? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich richtig verwirrt. Vielleicht hier lang. Das sieht einigermaßen richtig aus. Das Problem ist nur, da ist eine Wand im Weg. Warte, hier geht's doch bestimmt nicht durch. Scheiße. Hä, wie zur Hölle komme ich da hin? Ach Mann, ey, Spiel. Hier. Ah, nee, halt. Hä? Ist das richtig? Ja. Muss ja. Huch, aua, aua. Verdammt, was macht ihr denn hier? Hier stehen einfach Leute rum. Und machen sonst nichts, außer rumstehen halt. So, hier kann ich zu meinem Schiff zurückkehren scheinbar. Wie komme ich jetzt zu diesen Truhen? Warte mal, ich sehe hier doch eine Möglichkeit, dort hochzukommen. Die erschließt sich mir hier. Huch, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er da runterspringt, aber gut. Hey, guck mal, ich habe die Truhe. Alter, jetzt geht er doch hin. Jetzt habe ich die Truhe gefunden. So. Hallo? Erbeuten. Oh, das ist auf jeden Fall nicht wenig Geld. Alter, da ist ja richtig viel drin. Oder ist das viel? Ich glaube schon. Da unten ist übrigens eine Flaschenpost. Siehst du, habe ich ganz übersehen. Die hole ich mir natürlich auch gleich. Huch. Ist er nicht drauf gelandet, ist auch egal. Ich wollte ja eh ins Wasser springen. So. Also wirklich jetzt. Eine Flaschenpost. Mal sehen. Alter, ist das schön hier. Guck dir das mal an hier. Musst du einfach sagen, es ist schön. So, Flaschenpost. Wo ist die Flaschenpost? Interagieren. Na? Und was steht da drin? Zu meinem Namen und Ursprung. An alle und jede, welche dieses Schreiben lesen mögen. Wisse zunächst, dass ich Tom Kavanagh bin und 1652 geboren wurde. Früher lebte ich in Boston, nun im Jahre 1706 in der ganzen Welt. Vor langer Zeit habe ich mich am Wohnort meiner Vorfahren in die Einsamkeit zurückgezogen, auf der Suche nach Frieden und Stabilität des Geistes. Meine Geschichte ist eine einzigartige, obgleich ich damit nicht behaupten will, von besonderer Größe oder von oder von Adel zu sein. Und doch ist es so so viel Fremdes in meinem Blut, dass es wert ist, erwähnt zu werden, mit dem Wunsch, dass aus meiner Situation ein größeres Verständnis erwachsen möge. Und in der Hoffnung, falls es andere in der Welt gibt, die unter denselben Wirrungen des Verstandes leiden wie ich seit meiner Geburt, dass jene in mir eine verwandte Seele finden mögen und eine freundliche Stimme, die sie in seichteren Gewässer der Vernunft zu führen mag. Nee, in die seichteren Gewässer der Vernunft zu führen mag. Okay, gut, wir haben auf jeden Fall... Warte, ist das jetzt... warte mal, ich guck nochmal ungelesen. Ach, die habe ich alle noch nicht gelesen, oder was? Alphabetisch, ungelesen. Ach, jetzt habe ich alle gelesen, oder wie? Hä, verstehe ich nicht. Chronologisch? Ungelesen. Ach, ist das die Sortierung, oder was? Ich glaube, ich habe schon alle gelesen, deswegen. Manuskripte, oder? Was bedeutet das? Was? Ein Auszug aus dem Tagebuch von Vasco da Gama, einem der Besitzer oder Urheber des Voynich-Manuskripts oder einer seiner Kopien aus der Sammlung des Peter Beckford. Ah ja. Kann man nicht lesen. Der hat eine Sauklaue, ja? Echt mal, ist ja schlimmer als ich. So. Da ist meine Schrift.
Huch. Hallo, lauf doch mal. Meine Schrift ist schöner. Wo muss ich denn überhaupt noch hin? Die Noten kann ich, glaube ich, immer noch nicht einsammeln, ne? Geldgewinn gering. Okay, ja. Gehen wir trotzdem mal hin. Oder erst da. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was besser ist, was am nächsten ist. Weil das halt durch den Dschungel ein bisschen durcheinander ist.